Leute, willkommen zurück zu Let's Play Anno 2205. Ja, wir gehen wieder in unsere Wirdische Bucht. Irgendwo wurde ich beklagt über zu wenig Informationstechnologie. Frage ist, wo ist das? Hier existieren keine Gebäude mehr, das ist schon mal gut. Haben Sie Arbeit für mich? Es wurde sich hier angeblich beschwert drüber. Angeblich. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, Neuroimplantate, die besorge ich schon noch. So, Also, wie kann ich behilflich sein? Ihr braucht Neuroimplantate. Die kann ich wahrscheinlich nicht mal hier herstellen. Kann das sein? Neuroimplantate kommt nämlich aus dem... Oh, jetzt muss ich wieder Auslandsproduktion beginnen. Gibt's sie auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse hier ernst genommen. Ja, sie werden ernst genommen und sie teilt deine verfickte Fresse. Interessiert keinen, was du sagst. So, jetzt ist Information wirklich zu wenig da. Das können wir aber schnell beheben. Wir haben ja genug Platz für Informationstechnologie. Zap, alles wieder passend. Wir können hier die restlichen Häuser auch noch ab. Jetzt wollen sie noch mehr Sicherheit haben. Ja, Siggi. Meine lieben Freunde, Sicherheit ist doch eher das Wichtigste hier in der Familientradition. So. Natürlich müssen die hier auch noch drüber. Ja. Und jetzt müssen wir wieder raus. Wir müssen zur Bucht hier. Ach Gott. Yo, wärst du daran interessiert, Aufträge für meine anderen Kunden zu erledigen? Sie warten. Oh Gott, diese... Was war das? Finde Geschenke auf einer in der Arktis. Auf einer Insel in der Arktisregion. 0 von 4. What the fuck? Transferrouten. Fuck, wir müssen auch noch mehr produzieren. Das wird jetzt echt scheiße. Die produzieren schon so viele Neuroimplantate. Ich muss das hier leider mal abreißen. Oder zumindest hier. Hier kann ich noch erweitern. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wenig Konservennahrung. Oh. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, chill mal. Bedeutet, wir brauchen eine Konservendosenfabrik wieder. So. So. Eine weitere Neuroimplantate-Fabrik, bitte. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Und wir haben hier zu wenig Energie jetzt wieder. Oh Gott im Himmel.
Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Doch, sobald man nicht einen weiteren von diesen blöden Reaktoren war. Oder was das ist. So. Ach, guck mal, da ist ein Geschenk. Warte mal, jetzt suchen wir schnell. Das interessiert mich jetzt, ob wir da eins finden. Noch ein weiteres. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Dann wird wahrscheinlich hier noch irgendwann rumliegen, auf meiner Hauptinsel. Bloß wo? Da ist schon mal eine Sache. Ich finde das letzte Geschenk gerade nicht, das ist scheiße. Ich mag das letzte Geschenk haben, bloß wo ist es? Ist es in meinem Dorf drin? Tun wir euch mal alle upgraden. Neue Gebäudearten verfügbar. So, okay. Jetzt gehen wir aber wieder hier raus. Weil wir können eine neue Transferroute anlegen. Von der Arktis aus. Neuroimplantate. 45 bestätigen. Verarbeite Informationen. Weil ich will im Grunde. Auf See muss man das Ruder immer fest in der Hand haben. Ebenso wie im Geschäft. Ja, jetzt. In meinem Hafen nicht ein paar Aufträge annehmen. Ah, du. Du, ich hab grad wichtigere Sachen zu tun, als dir im Ende herzukriegen. Du kannst dich selbst versorgen, du Arsch. So, wir haben neue Implantate bekommen. Die Motivation bekommen. Ist auf einem Allzeithoch. Auf einem Allzeithoch, das hört sich echt geil an. Wir können upgraden. Oi. Okay. Jetzt wollte ich schon abreisen. Ist ja nicht so die ganz ideale Idee gewesen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten. Und das Geld sprießt schon wieder. Also, wie läuft das Geschäft? Nein! Intelverbionische. Oh Gott, Mobilität. Ja, da war was. Das war der U-Bahnhof, den ich so verhasst habe. Warnung: Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, bionische Erweiterung und blablabla, bla bla, das richten wir alles noch ein. Das war meine einzige Produktion, ne? Das bedeutet, wir haben wahrscheinlich einen riesigen Überschuss von dem Zeug, aber dafür 50 plus all. Da Scheiße, was habe ich denn da angestellt? Was habe ich denn da angestellt? Dein Ernst? Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. Wieso steigt denn der so krass? So. Dann müsste das jetzt eigentlich relativ gut ausschauen. Ja, nice. Okay. Biokost. Ein weiteres Feld hier anbringen, jetzt, weil wir haben da schon Minus, guck an. Gut, passt. Energie hat dafür wieder Minus. Jawohl. Doch schön. Achtung,
Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsmitteln entdeckt. Wenig mit Vitamin-Drinks, das können wir ganz schnell ändern. Haben wir die Produktion dafür nicht hier vorne gehabt? Jawohl. Hatte ich euch schon auf vollen Ausbau? Ja, hatte ich. Genau, da hatte ich so ungünstig gebaut. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Wieso sind die auf einmal ineffizient? Wie schaut das aus mit Getränken? Zu wenig. Da haben wir 48 plus sogar. What the fuck? So, okay. Energiemangel wieder. Können wir hier währenddessen mal eins hinsetzen. Und die Kraft der Energie nutzen. Jetzt brauchen wir Biokost. Und das wird wieder Spaß. Weil wir brauchen das ja für das. Das und das, um das herzustellen. Okay. Stellen wir dich doch mal hier hin. Limit erreicht. Wir haben wieder keine Energie. Oh Gott im Himmel. Ach, guck mal, ich habe doch vorhin letzter gebaut. So, haben wir gleich mal 1000 Energie. Passt. Fleischertragsstation. Ein Weingebiet. So. Straße ausbauen. Mal ein weiteres Fleischgebiet. Wie schaut es mit der... Wir probieren zu produzieren zu wenig Soja und da... 28 Fleisch, okay. Dann tun wir doch jetzt mal erstmal eine Luxuskostfabrik hier hinstellen. So. Limit erreicht, okay, passt. Produzieren wir zu wenig Fleisch und zu wenig... Okay. Ich stelle mal hier sowas hin. Bringt sich das was? Nee. Können wir das bitte abreißen, das Ding da? So. Energie wieder zu Minus. Bauen wir wieder so eine Turbine hier hin. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Okay, auch nicht mehr deckbar. Passt. 1400 Energie wieder. Und wir noch mal eine Sojaproduktion hinstellen. So. Dann reicht das einigermaßen schon mal. Also bedeutet das... Wie läuft das Geschäft? Das haben wir abgeschlossen. Jetzt fehlt noch die Intel-Werkkleidung wieder. Die können wir ja hier auch komplett produzieren im Grunde. Bedeutet, wir bauen jetzt mal hier so einen Straßenteiler.
Der geht nach hier hinten an das Gebäude. Weil wir da wahrscheinlich gleich wieder Strom anschließen können. Du gehst hier hin. Dann brauche ich nicht hier eine Flachsfabrik hin. So. Dann gleich mal hier wieder eine weitere Flachsproduktion hinstellen. So, Limit erreicht, passt. Quarz von Superlegierungen können wir auch gleich hier hinstellen. Kriegst noch eine Verkehrsanbindung. So. Da kommt jetzt die Microchips-Produktion hin. So. Jetzt haben wir sogar schon zu wenig Arbeiter. Das ist mir selten passiert. So. Und wir haben sogar... Oh, fuck. Ich gehe gerade das volle Risiko ein. Kann das sein? Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Nice, danke. Das hilft mir gerade echt weiter. Weil ich gerade zu doof bin, um Geld zu managen. Ich kann mir wirklich... Okay, tun wir ein bisschen upgraden. So. Das Minus haben wir gleich wieder. Das haben wir gleich wieder da fangen. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Ja, das passiert halt mal. Kurze Fix, seht es doch nicht so eng. Wenn man halt sich gerade auf die Produktion konzentriert von wichtigen Sachen, dann ist das... glaube ich, normal, dass man da nicht so drauf achtet, was gerade mit dem Rest passiert. Dafür wächst die Stadt jetzt dreimal schneller. Output-Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Neuroimplantate, ich weiß bloß nicht wieso. Aber interessiert mich auch gerade. Dezent wenig. Aufstieg. Boah. Das wird schon eine große Stadt. So, wir tun jetzt die Fasern herstellen. Wir tun das schon mal herstellen. Was brauchen wir denn noch? Ja, dann können wir die sogar schon herstellen. Und die stellen wir dann hierher. Stufe 34, nice. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Wettbewerb. Oh, ja, eindeutig. Was ist das? Neuer Titel, nationale Konkurrenz. What? Okay, das kriegen wir schnell hin. Das sollten wir möglichst schnell hinkriegen, oder das sollten wir ziemlich schnell sogar hinkriegen. Indem wir einfach die komplette Konkurrenz ausbauen. Wir müssen die Ecke jetzt hier noch umstellen und Sicherheit fehlt uns wieder. Oh Leute, ich überziehe schon gerade wieder mit der Folge. Sehe ich gerade... Ich muss jetzt hier noch eine Straße lang ziehen. Warte, wir machen noch hier schnell den Platz fertig. Pa.
passt. So schaut es doch gleich schön aus. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!